Was sind eigentlich die drei besten Dating-Apps? In diesem Video werde ich meine persönliche Erfahrung mit dir teilen, wo ich die meisten Erfolge erzielt habe und wo auch die coolsten Dates zustande gekommen sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Platz 1 dich überraschen wird. Hi, mein Name ist Andreas Lorenz. Und diejenigen, die mir ja schon länger folgen, die wissen ja, dass das letzte Jahr super turbulent war. Es gab ja super viele Videos auf meinem Kanal zum Thema, wie du den Algorithmus optimieren kannst, wie du die erste Nachricht schreibst, wie du die Handynummer der Frau bekommst. Wir haben ja sehr viel Online-Dating gemacht und ich habe im Zuge dessen natürlich auch sehr viele Online-Dating-Apps getestet. Angefangen von Once, Parship, Tinder, Lavoo, Badoo, Candidate, alles was es so gibt. Und dann hatte ich auch kurzzeitig überlegt, mal ein Video zu machen, wo ich dann eben diese Top 3 Dating-Apps vorstelle. Und ich habe diesen Gedanken dann auch schon verworfen gehabt. Also irgendwie hatte ich was anderes im Kopf. Und zum Glück hat mir dann der Thomas letztens geschrieben. Und zwar hat der Thomas gemeint, was sind eigentlich deine Top 3 Dating-Apps, wo du gute Erfahrungen gemacht hast oder weiterempfehlen kannst? Tinder läuft bei mir gut, Once ist mir zu teuer und Jaumu geht auch ganz gut. Bumble oder LoveScout will ich mal testen. Und an der Stelle sei mal gesagt, vielen Dank für den Kommentar, Thomas, denn hättest du diesen Kommentar nicht geschrieben, hätte ich dieses Video jetzt nicht gemacht. Ich wollte das schon länger machen, aber wie gesagt, ich habe es vergessen. Ich will jetzt auch gar nicht so viel drüber reden, sondern ich würde sagen, wir starten jetzt mit Platz 3 der Dating-Apps. Den dritten Platz belegt Bumble. Und Bumble ist eine Dating-App, die von einer Frau gegründet wurde. Und zwar hat die auch bei Tinder früher gearbeitet und hat sich so ein bisschen was abgeschaut und sich die Frage gestellt, was kann ich tun, um anders zu sein? Und sie hat dann ein Konzept reingenommen, das gab es schon früher auch. Wer die Plattform Shop a Man kennt, die gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Da war es so, dass die Frau dem Mann zuerst schreiben muss. Und genau das ist das Konzept dahinter. Bei Bumble ist es so, wenn ihr ein Match habt, muss die Frau dir zuerst schreiben und zwar innerhalb einer bestimmten Zeit, das sind in der Regel 24 Stunden. Wenn sie das nicht macht, verfällt der Match. Und meine Erfahrungen mit Bumble sind folgende, dass die Frauen, zumindest die meisten Frauen, also über 50%, einem dann auch wirklich schreiben und die auch wirklich Interesse an der Person haben. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr cool finde, weil einfach auch die Initiative von der Frau ausgehen muss. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass Bumble von den Frauen, die mir jetzt gefallen haben, da waren einige dabei, aber jetzt auch nicht so viele und demnach sind auch nicht so viele Dates zustande gekommen. Also das kann man an einer Hand abzählen. Aber nichtsdestotrotz waren das dann doch ganz interessante Gespräche. Die Frauen waren auch ganz toll und waren jetzt nicht irgendwie so, ja, komische Mädels, die so super künstlich waren, sondern ich hatte schon den Eindruck, dass dort einfach ganz normale Frauen sind. Deswegen bin ich mit Bumble ganz happy im Vergleich zu anderen Dating-Apps. Ich glaube auch, dass Bumble aufgrund dessen, dass es in Deutschland sehr unbekannt ist, dass da einfach noch nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft ist. Und das könnte dann natürlich interessant werden in den nächsten Jahren, wenn sich das eben hier auch in Deutschland mehr rumspricht und mehr Nutzerinnen hat, dass es dann auch für den einen oder anderen von Interesse werden kann. Wenn es darum geht, schnell Dates im Ausland klar zu machen, dann gibt es keine bessere App als Tinder. Und deswegen ist Tinder auch auf dem zweiten Platz bei mir, einfach aus dem Grund, weil du diese Reisepassfunktion nutzen kannst. Das bedeutet, wenn du eine Goldmitgliedschaft hast, dann kannst du im Vorfeld schon definieren und sagen, okay, ich bin jetzt nicht heute in Berlin, sondern ich bin heute in Budapest zum Beispiel. Und dann werden dir auch diese Frauen dort angezeigt und du kannst schon im Vorfeld mit den Frauen, ja, matchen, schreiben und dir ein Date ausmachen, bevor du überhaupt dann dort bist. Also das finde ich sehr, sehr geil. Das ist etwas, was Tinder für mich sehr besonders macht und was auch wirklich gut funktioniert. Ansonsten habe ich festgestellt, hier in Berlin bekomme ich nicht wirklich die Frauen, die ich unbedingt hätte. Ja, liegt vielleicht auch daran, weil in Berlin auch ein bisschen anderes Klientel herrscht. Aber der Algorithmus tut sich auch ein bisschen schwierig, habe ich das Gefühl. Ja, da gibt es Apps, die bei weitem besser funktionieren. Wenn man aber in einer anderen Stadt ist, in einer kleinen Stadt oder in einer 1-Millionen-Metropole, wie zum Beispiel München, dann bekomme ich da immer sehr schnell die Frauen, die ich haben möchte, habe dann auch sehr schnell Dates. Und deswegen ist Tinder für mich eine App, die wirklich cool ist. Hier in Berlin nicht unbedingt meine erste Wahl, aber ansonsten, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann definitiv nutze
nutze ich die sehr, sehr gerne und sehr häufig. Platz 1 belegt und an der Stelle Trommelwirbel, OkCupid. Ja, wer hätte es gedacht, OkCupid, eine richtig coole Dating-App, mein absoluter Favorite. Für all diejenigen, die OkCupid nicht kennen, Bumble nicht kennen, Tinder werden wahrscheinlich die meisten kennen. Ich habe natürlich auch viele Dating-Apps vorgestellt, auch diese drei findest du in meinem Kanal. Kannst dir natürlich dort auch das Ganze näher anschauen, die Funktionen etc. Aber warum ist OkCupid jetzt bei mir auf Platz 1? Ganz einfach, OkCupid fängt schon mal richtig an. Und zwar ist es so, dass du am Anfang einfach definierst, was suchst du? Suchst du Hookups, also eine Frau für Sex? Suchst du eine kurzfristige Beziehung, eine langfristige Beziehung oder nur Freunde? Und durch diesen Filter wirst du auch den richtigen Leuten angezeigt. Das ist schon mal sehr, sehr cool, weil damit ja auch schon mal eine gemeinsame Grundlage geschaffen wird. Dann geht es weiter in den Score, nämlich es gibt so eine Art Punktesystem, die sich nach deinen Fragen und Antworten richten. Du kannst gewisse Fragen beantworten, zum Beispiel, wie bist du politisch eingestellt? Ist es dir wichtig, dass der Partner sich vegetarisch ernährt? Ja, solche Sachen. Und kannst dem Ganzen auch eine Gewichtung geben. Kannst zum Beispiel sagen, ja, mir ist es wichtig, dass der Partner Veganer ist, und dann wird natürlich auch das Ganze so berechnet und du bekommst dann auch eher die Leute angezeigt, wo es am besten matchen wird. Sehr, sehr geil gemacht, und ich muss einfach auch sagen, ich habe super viele Frauen darüber kennengelernt, ich habe sehr viele Matches über OkCupid bekommen, also man muss schon sagen, mehr Matches als über Tinder. Das liegt aber einfach auch daran, weil ich OkCupid zum einen auch ein bisschen mehr genutzt habe und zum anderen auch, weil OkCupid einfach mir die Frauen liefert, die ich wirklich möchte. Und das ist einfach geil. Also zumindest hier in Berlin funktioniert das hervorragend. Ich weiß jetzt nicht, wie es in kleineren Städten ist. Wenn du das nutzt und da Erfahrungen hast, dann schreib das doch mal in die Kommentare rein. Ansonsten ist es einfach so, ich hatte auch total coole Dates. Ich habe zum Beispiel auch meine Ärztin gedatet über OkCupid. Und dann hat sie mir so 2 Stunden, bevor wir uns treffen wollten, hat sie mich gefragt, ob ich einen Bolzenschneider habe. Und dann habe ich so zum Spaß gemeint, wieso willst du etwa Fahrradschlösser knacken? Und sie hat dann geantwortet, haha, ja. Und ich fand das mega witzig. Wir haben tatsächlich Fahrradschloss geknackt, aber nicht ein fremdes, ja, sondern ihr eigenes, weil es war nämlich so, dass sie, ja, der Schlüssel war halt so abgeknickt und den konnte sie dann irgendwie nicht mehr reinstecken, konnte ihr Schloss nicht mehr vom Fahrrad entfernen. Und dann saßen wir dann da und haben dann eine halbe Stunde, nicht mit einem Bolzenschneider, sondern mit so einer Zange, weil ich hatte einfach keinen, haben wir dann das Schloss halt geknackt. Also da gibt es super viele witzige Sachen über OkCupid, die ich erzählen könnte, aber darum geht es ja in diesem Video nicht. Also ich glaube, du merkst, wie begeistert ich von dieser App bin. Ich finde es wirklich grandios. Die Dates waren cool. Ich hatte sehr viele Dates über OkCupid und ich kann es dir einfach nur empfehlen, das auszuprobieren. Wie gesagt, ist vielleicht halt auch eher etwas, was in Großstädten eher funktioniert als in kleineren Städten, weil OkCupid auch nicht so bekannt ist wie Tinder oder LaVou, muss man halt einfach auch mal so sagen. Aber ich bin halt super happy mit der App und ich hoffe, dass du aus diesen Top 3 was rausziehen konntest. Vielleicht testest du ja auch die eine oder andere App und schreibst mal rein, wie deine Erfahrungen mit diesen Plattformen sind. Und an dieser Stelle wünsche ich dir natürlich viel Erfolg dabei. Mach's gut. Ciao.